damit willkommen, seid gegrüßt zu einem neuen Let's Test, Zwischendurch-Dings wahrscheinlich, ja, einem neuen Zwischendurch-Dings mit dem Zwergfürst. Ich spiele ein Spiel, das ich schon lange mal hier auf dem Kanal bringen wollte. Ja, bietet sich jetzt fürs Zwischendurch-Dings einfach mal ganz gut an. Wir spielen das Spiel Sky Warhammer. Das ist ein Flash-Game, was ich 2011, 2012 gespielt habe. Ganz gerne gespielt habe. Das ist, ja, das ist auch, glaube ich, von 2008 oder 2009. Das ist ein relativ altes Spiel. Ich suche mir direkt mal ein Land aus, wo in welchem Land soll mein Flughafen stehen. Deutschland, Dänemark. Hier haben wir gleich die Sachen, die hier, Souvenirs. Es wird später für das Spiel noch was bringen. Polen, Großbritannien, Russland. Weißrussland zählt mit zu Russland. Ja, warum auch nicht? Zählt hier im Spiel noch. Hier, Weißrussland. Ja, gut. So viel dazu. Hier bin ich auf Weißrussland klicke. Ja. Sehe ich gerade kritisch. Momentan ist es gerade. Ja, gut. Wir nehmen Deutschland. Hier haben wir schon das erste Pop-Up-Fenster Tutorial oder so. Ja, hier gibt es was zu kaufen, hier kann man sich theoretisch auch irgendwas. So, deine erste Landung, lern ein Flugzeug. Willkommen bei SKW. Ich bin Fiona, deine Fluglotsin und Mentorin. Ich leite dich in 8 Schritten durchs Tutorial und weise dich ein. Keine Angst, ich lasse niemanden in der Luft hängen. Jetzt deine erste Maschine, klicke auf Radar Radar, um den Flug zu sehen und wie du dann warten musst, wieder umzulanden. Das Spielprinzip ist mir schon bekannt. Wir haben hier erstmal einen Hangar und eine Landebahn und einen Baum und 2 Blumenbeete und Kegel. Ja, hier kann man theoretisch mit Freunden spielen. Kann ich irgendwo diese Musik auswählen? Das ist aber irgendwie. Danke. Die Musik ist extrem nervig. Und hier können wir das Flugzeug landen. Da haben wir hier die Flugzeuge, die angezeigt werden, und das kommt direkt von Sky Warhammer. Von wo auch sonst. Das ist in 3 Minuten verfallen. So funktioniert das Spiel hier. Gut, und jetzt müssen wir uns eine Parkposition besorgen. Zack, da können wir uns eine kaufen und packen sie gleich mal hier hin. Glückwunsch! Jetzt können wir das Flugzeug abfertigen. Und hier einmal kann man auch viel Geld abfertigen. Hier oben kriegt man Scheine. Also damals war das alles kostenlos, also du kannst irgendwie, ja, theoretisch kannst du, glaube ich, auch alles kaufen über Echtgeld, Dingens. Aber es ist, ich glaube, es ist, wie ist das hier, kann man hier Coins. Ich glaube, die Scheine kannst du verdienen, wenn du eine Flugzeuge abfertigst. Irgendwann kriegst du da Scheine. Also kannst da. Ich glaube, du kannst zweimal das kostenlos machen. Ist aber auch so bei Ingame. Werden wir noch sehen. Ja, das ist die Ingame-Währung. Und die kriegst du, glaube ich, auch. Ich glaube, Cash kriegst du auch und kannst du wahrscheinlich noch dazu kaufen, aber die kriegst auch. Jetzt habe ich mir einen Flieger gekauft. Kannst alles mit Ingame-Währung machen, glaube ich. Und jetzt kann ich Sachen losschicken. Jetzt kann ich ein Flugzeug losschicken. Jetzt kann ich mir auch so, wo ich es hinschicken will. Schick mal nach Europa. Welches Land wollen wir mal hier? Nach Belgien, Niederlande,
nach Dänemark. Lassen wir mal hier. Das sind echte Spieler, glaube ich. Das gibt's also wirklich, das sind wirklich echte Spieler, die wir an die wir schicken können. Hier, da gab es hier Nord Airport. Können wir mal nach Nord Airport schicken. Ja, schicken wir ein Flugzeug nach Dänemark. Da ich letztens Urlaub gemacht, da können wir jetzt mal Flugzeuge hinschicken. Da gibt es immer so Aktionen, da kannst du halt irgendwie. Ja, da gibt es ein In-Game-Roulette und so weiter. Also, ja, das typische Flash-Game-Ding. Baum. So, ich sag, kannst du später auch kaufen. Die kleinen Arbeiter sind hier fleißig am Machen. Jetzt habe ich wieder Geld gekriegt. So funktioniert das Ding. Jetzt kriege ich hier was von Skywarmer. Ist immer zu sehen, von wem das ist. Ist jetzt hier. Kriege ich es auch hier von. Und jetzt soll ich meine Schnellfertigung. So funktioniert die Schnellabfertigung. Kauf ein kleines Terminal. Hier kannst du, kann man halt dann später. Hier bei Personen und so weiter kann man halt hübsche Sachen kaufen. Kann man auch Deko-Sachen machen. Hier kann man Passagiere einsammeln. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ach, jetzt kann ich mir dieses Flugzeug, das Rama XS Super Turbo, leisten. Ein Schwein kann ich mir auch kaufen. Für 34. Blumenkästen. Kann man gleich mal ein paar Blumenkästen pflanzen. Super. Gleich mal Geld ausgeben. Hier kommt Kakteen für 6. Mal Kaktus kaufen. Die haben die ganzen Sachen, die wir uns kaufen können. Und Flugzeuge. Ja, hier sehen wir die Flugzeuge. Die beiden habe ich schon. Oh, für 15 könnte ich mir jetzt. 15 Aircash könnte ich mir jetzt das Rama XS Super Turbo kaufen. Und ich kaufe mir noch mehr davon. Jetzt hier noch die ganzen. Diese super duper Flieger hier. Jetzt ja später. Ganz hinten hier die ganz großen. Kann man dann für Spanien für ein Rama M Super Turbo. Nach Ramacopter. Ja, zu viel dazu. Hier können wir gerade noch eins landen, das können wir auch verfallen lassen. Hier haben wir zurückkehrende Flüge und hier haben wir. Ne, das geht erst in 3 Minuten zurück. Flüge von Buddies. Das Game ist momentan mein Buddy. Was haben wir da? Neue Flüge. Los. Ach, hier können wir noch einen Flug starten. Schicken wir mal nach Russland. Druzhba. Deutsch-russischer Freundschaftsflug. Genau. Hier können wir noch Souvenirs. Ah, hier können wir die Souvenirs, die wir aus verschiedenen Ländern gesammelt haben. Jetzt die Dekoration haben wir schon gezeigt. Specials. Hier kann man Sachen kaufen. Hier Verschönerungen. Örtchen, ich habe nicht genug Geld für ein Klo. Ah, hier gibt es das Roulette. Hier kannst du einmal Freidreh machen am Tag. Dann kriegst du meistens Passagiere oder Geld. Ja. Habe ich gern gespielt. Das Spiel habe ich lang und gerne gespielt. Gut, hier können wir auf unsere Flüge gucken. Sehr gut. Der kommt in 2 Minuten, der kommt in 5 Minuten. Das kann man halt den ganzen Tag spielen. Das ist halt eher ein Gelegenheitsspiel. Ach, ich glaube, da konnte ich gerade überprüfen, wo die sind. Wie war das? Wo habe ich das gesehen? Hauptquest. Start 5 Flugzeuge. Könnte ich jetzt 5 Flugzeuge kaufen oder? Jetzt habe ich 2 noch gekauft. Kann ich jetzt glaube ich starten, oder? Neue Flüge los. Dann schicken wir noch eins. Polen. Tschechien.
Wo wollen wir noch was hinschicken? Nach Litauen, können wir mal nach Litauen verschicken. So, noch ein Flieger. Den schicken wir mal nach Großbritannien. Warum nicht? An den hier. Jetzt muss der erstmal warten, weil er keinen Parkplatz hat. Wenn ich jetzt mal, ob ich hier nochmal Parkplatz kaufen kann. Parkplatz kann ich kaufen? Nee, habe ich nicht genug Geld. Kann ich noch eine bessere Bahn kaufen? 1200 kann ich noch eine zweite Bahn kaufen. Kann dann zwei parallel losfliegen. Ich habe noch einen. Den lassen wir jetzt liegen. Der kommt in 50 Sekunden zurück. Da sehen wir ja, wie er zurückfliegt. Der fliegt gerade nach Russland. Der kommt zurück. Nein, nicht Lookout. Zurück zum Flughafen. Hier den mal starten lassen. Zack. Irgendwann sieht der Flughafen dann hier riesig aus. Hat man dann hier auch eine größere Fläche, hat man hier überall Terminals und so weiter. Riesig großer Flughafen. Momentan sieht das hier bei mir noch ziemlich klein aus. Tägliche Quest. Ich gibt zwei, 10 Flugzeuge, 2 von 10 Passagiere, die bringen auch irgendwas. Bleiben maximal 5 Tage. Damit kann man sich dann auch irgendwann was kaufen. Jetzt kann man den Username-ID eingeben. Freunde zum Mitspieler einladen. Ich schicke meine mal in die Videobeschreibung und stecke meine User-ID mal. Falls wir das irgendwann mal wieder spielen, kann ich meine User-ID einfach mal, die habe ich jetzt gerade ausgeblendet. Ich glaube, die schreibe ich mal in die Videobeschreibung und dann können wir mal. Hier können wir gerade schon einlanden. Der kommt zurück. Aus Dänemark kommt der, glaube ich, zurück. Und hat einen Teddy mitgebracht. Also falls er auch Skyrama spielt oder so, uns das mal. User-ID ist unten eingeblendet, nicht eingeblendet, sondern ist unten hoffentlich in der Videobeschreibung. Hier kriegt man Stern und Geld für und steht wieder im Hangar. Der kommt in 2 Minuten zurück, der in 4 Minuten und der in 5 Minuten. So, schicken wir noch einen los. Wo wollen wir hinschicken? Slowakei nach Rumänien. Weltkarte können wir auch mal hier, können wir mal woanders hin, ganz weit weg. Schicken wir den mal hier nach Neuseeland. Ganz richtig. An Walter 777. Ein Flieger nach Neuseeland. Ja, soweit, ja. Soweit so spannend. Lustiger wird es nicht mehr. 45 haben wir jetzt, können wir uns nichts von kaufen. Jetzt müssen wir halt Geld verdienen, damit das wir Flugzeuge, Frachtflugzeuge, schaltet man halt dann mit den Levels frei. Muss man jetzt gucken, dass man Geld verdient, damit man sich neue Flugzeuge, neue Landebahnen, neue, ja, eine Parkposition besorgt. Dann haben wir noch nicht genug Geld. Können wir gucken, ob wir Flüge von Buddies kriegen. Das sind ja die Freunde, die Freundschaftsanfragen. Weltkarte. Besuche jedes Land. Ja, das dauert ein Weilchen. Da ist einer gerade unterwegs nach Neuseeland. Und der kommt gerade zurück. Aus Russland. Das Litauen kehrt auch gerade zurück. Ich habe noch einen. Von Skyrim. Mal schauen, ob wir das nochmal spielen. Ich wollte es jetzt hier einmal antesten. Schauen wir mal, ob da irgendwann mal die Tage. Wenn wirklich noch Bedarf ist, also wir können das, also ich wollte es jetzt eigentlich, bringt nicht viel, das jetzt noch wirklich als Let's Play zu spielen. Also wenn sich jetzt viele noch in den Kommentaren melden und sagen, oh, ich spiele auch Skyrim, dann können wir das mal machen mit euch. Irgendwie von mal irgendjemand. Dann war halt hier, kann ich euch mal Flugzeuge schicken. Wäre vielleicht für einen zweiten Partner mal lustig. Also, wenn es noch Leute gäbe, die Interesse haben, das mal lieber Flugzeuge zu schicken oder so, könnte man das mal machen. Aber
Ansonsten, ja, das hier auszubauen, ich weiß nicht. Sehe ich gerade nicht so. Da es auch ein Gelegenheitsspiel ist. Ohne Freunde ist das auch. Also, man, das ist jetzt immer nur von Skywarmer-Sachen zu landen. Man kann, glaube ich, auch Freundschaftsanfragen kriegen, wenn man hier. Ah, jetzt kann ich meinen von Konrad 61. Sei gegrüßt. Das ist mein eigener, der wieder zurückkommt. Solange man hier noch keine Freundschaftsanfragen hat und so weiter, kann man theoretisch auch kriegen, indem man Freunde. Indem man an Leute was schickt, also und dann die dann sagen, juhu. Starte 4 von 5 Flugzeuge. Einen muss noch starten, da habe ich den ersten. Damit heftig gearbeitet. Die erste Quest gestartet. Geschafft. So, los, jetzt können wir mal einen schicken. Wo schicken wir hin? Nach Island. Zack. Haben wir unsere heutige Quest erledigt. Story Quest. Sammle eine Krawatte. Ich nehme mal zwei hierfür. Hauptquest. Koffer verpacken. Irgendwo konnte man hier, also wenn man dann auch Freunde hat, dann konnte man auch Nachrichten schicken. Hat man hier die schöne Möglichkeit an seine Buddies. Quest erledigt. Kommt man hier auch irgendwie. Mit irgendeinem Flugzeug könnte man hier Botschaften schicken. Jetzt habe ich hier keinen, den ich was schicken könnte, wo ich das ausprobieren kann. Irgendein Flugzeug gab es, da kann ich mich noch dran ändern. Ja, für einen Schein könnte ich jetzt nochmal drehen. Ich würde gerne mal rausfinden, kann man das irgendwie im Game Shop? Ja, natürlich, hier kann man das Ganze für. Für 99 €, 99, 100 € kannst du die 3000. Ja gut, wer sein Geld dafür ausgeben will, lässt es bitte bleiben. Die kann man sich auch kaufen. Ja, kann man, muss man aber nicht. Ich verteidige das Spiel ja nicht. Ich mache es jetzt. Ich mache hier gerade einfach nur einen Netztest hier. Bäume pflanzen. Hübsch. Ach, das haben wir im Inventar, das können wir einfach so. Geländebahn dekorieren. Ein paar Kegel hier. Hübsch. Das können wir auch mal zeigen, wie man hier. Können wir gerade mal drehen, bewegen. Jetzt will ich mal die Blumenbeete hier mal. Können wir die Blumenbeete mal hier hinstellen? Sehr gut. Shop. Haben wir noch was an Dekoration, was wir kaufen können? Haben kein Geld. Zurückkehrende Flüge. Ja, hier können wir erstmal abfertigen noch. Separat. Ich würde euch gerne das zeigen, wie man hier auch minimieren. Wenn man ihren Freunde Nachrichten schicken kann, habe ich leider noch keine. Ich habe keine Freunde. Schnief. Am Taschenmesser. Bartkratz. Ist halt nicht das mega spannendste Spiel. Ah, neues Level. Für 300 können wir jetzt so ein Razer Axe kaufen. London. Und kommt auch aus London. Nee, der aus London kommt. Ja, okay, doch. Schon. Den anderen kommen auch noch aus Neuseeland ist zurück. Oha. Und der braucht noch 3 Minuten. Spielen wir auch schon so lange. Den können wir uns jetzt für 300 kaufen. Haben wir gleich. Bei den Abfertigen haben wir gleich die 300 schon. Können wir uns das mal leisten. Und was auch ein paar Tage. Geld. Nee, reicht noch nicht ganz.
Müssen wir noch ein paar Flüge landen. Und aus Neuseeland müssen wir noch landen lassen, damit wir uns das neue Flugzeug leisten können. So sieht's aus. 300 brauchen wir. Hier wird fleißig gearbeitet. Immer noch nicht. Müssen wir noch ein paar losschicken. Der braucht noch. Dreimal können wir losschicken. Italien. Kommt nach Italien. Und du auf nach. Wir müssen alle Länder hier erkunden. Nach Polen schicken wir mal einen. Und einen schicken wir noch nach Frankreich. Tutsi kommt nicht aus dem Hangar. Ja, na gut. Das war klar. Ich habe nur einen Stellplatz. Sollte man vielleicht mal nur einen Stellplatz besorgen. Für 490. Naja, erstmal das Flugzeug. Dumm. Zurückkehrende Flüge braucht noch eine Minute. So, auf geht's. Dann können wir den anderen aus dem Hangar holen und losschicken. Nach Frankreich sollte der. So, den betanken. Da kommen die 300, will ich heute noch zu voll kriegen, damit ich jetzt hier mir das neue Flugzeug leisten kann. Für die kann man sich, glaube ich, auch irgendwas kaufen für die Passagiere. Wo war das? Im Shop. Nee, hier kann man nur für die Passagiere was. Was kann man sich für die Passagiere kaufen? Betanken. Zurückkehrende Flüge sind hier, glaube ich, noch hier. In 18 Sekunden. Das können wir den auch gleich landen. Dann kriegen wir hier noch Geld. Hoffentlich. Neues Flugzeug. Und der aus Island ist zurück. Sehr schön. Irgendwann hat man dann 10, 20 Flugzeuge, die man dann überall hinschicken kann. Kann man dann parallel abfertigen. So sieht das aus hier. Na, haben wir das Geld zusammen? Ja, wir haben das Geld zusammen. Super. Können wir gleich nochmal losstarten, dass er nicht nutzlos im Hangar steht. In der Schweiz. Und wir kaufen uns gleich ein neues, dann können wir den auch gleich losschicken. Hier. Schicken wir den auch gleich los, den 1930 Racehawks. Oder so. Der fliegt nach Österreich. Hübsch. So sieht er aus. Da steht er. Da steht er, der Peter. 4 Scheine haben wir jetzt schon. Da könnten wir uns wahrscheinlich nichts von kaufen. Die mal packen. Gepäck einsortieren. 15 Scheine brauchen wir hierfür. 6 Scheine für den Kaktus. Na, ordentlich. So, dann den abfertigen. Tanken. Weißt du was, den fertigen wir ab. Schnell Abfertigung. Los geht's. Der braucht noch 2 Minuten. Ja, zum Abschied noch ein Skyrama-Flugzeug. Sieht aber alle gleich aus. Gut, wie gesagt, wenn ihr daran Interesse habt, wenn ihr auch einen Skyrama-Account habt, können wir das vielleicht einmal noch machen. Mit euch zusammen. Ja, wir 2 sind wir jetzt schon. Ansonsten war es das jetzt damit. Das ist jetzt, ja, so viel
So viel bietet das dann auch nicht mehr für. Für 100 Parts bietet das nichts mehr. Ja, es ist nicht so eigenes Recht. Man könnte hier im Shop noch hier die ganzen große Terminals und so weiter, kann man hier noch Hubschrauberlandeplätze und sonst was mir noch vollbauen. Ich würde jetzt gerne noch einen großen Platz, kann man irgendwie ein 4 Flugzeuge los, ja. Den kann man auch mit Aircash, kann man auch jetzt hier ausgeben, da haben wir die Quest gewonnen. Ja, kann man alles machen, kann man irgendwie. Ich würde jetzt wirklich mal einen großen Flugzeug anfordern, okay. Würde ich jetzt noch mal einen ganz großen Flughafen zeigen, aber haben wir jetzt keine Freunde, wo wir hingehen können. Bräuchte man dafür, glaube ich. Hier kommt gleich einer wieder zurück. Ja, ich habe halt meine Zugangsdaten für meinen alten Flughafen verloren. Weiß nicht mal, wie die waren. Da habe ich mich nicht mehr eingeloggt. Der war auch schon ein riesiger Flughafen, den ich damals hatte. Du weißt halt meine. Weiß mein Nickname von damals nicht mehr. Passwort weiß ich glaube ich noch, aber mein Nickname von damals. Weiß nicht, wie ich mich 2011 genannt habe. Na dann. Wenn mich nach oben sollte euch irgendwie gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Part von irgendwas wieder. Im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Bis dahin. Haut da rein. Ciao, ciao.